Nochmal kurz zusammen. Wir haben... Also eigentlich wollte ich euch immer schnell angreifen und sagen, wer von euch hat heute gepostet? 2, 3, 4, 5, 6. Alle anderen gehen raus. Nein, wir sind an einem Social-Event, egal wie sozial das ist, mit Menschen oder mit Interaktionen, mit Netzwerken. Wir sind genau wegen dem da. Das heisst, keiner verlässt den Raum, bevor er das Posting gemacht hat. No joke. Ich schließe ab, ich habe Security Code, kein Problem. Postet irgendetwas. Die Visibilität, die ihr mit Postings erreicht, glauben die meisten gar nicht. Und ich frage jetzt, warum ihr Angst habt, das zu machen. Ich möchte wissen, warum die einen, die nicht aufgestreckt haben, warum sie nicht posten. Weil, wenn ich die Angst euch nehmen kann, habt ihr ein Personal Branding, habt ihr eine Visibilität, ihr generiert Leads, ihr seid Experte im Fachwissen, mit eurem Fachwissen in dem Netzwerk, das ihr habt. Das geht relativ schnell. Darum frage ich, warum habt ihr Angst? Hast du gepostet? Hast du aufgestrickt? Nein. Scheiße. Also, ich frage dich jetzt ernsthaft, warum hast du nicht gepostet? Ich bin bis jetzt im Gespräch mit Leuten und gar noch nicht dazugekommen. Ja, jetzt brauchen alle die gleiche Ausrede. Nein, aber weißt du, das habe ich mir auch überlegt. Je nachdem, wenn ich jetzt meine Kunden denke, oh, schau, jetzt war er so ein Event gewesen, da. Nachher belästigt er mich, oder? Per LinkedIn und Xing, oder? Schau, deine bestehenden Kunden dürfen dich heute nicht interessieren. Ja, ja. Dich muss den Markt interessieren. Den Markt interessieren, den du noch nicht hast. Aber ich habe gepostet. Danke. Aber hast du noch nicht geliked? Ich habe es nicht gesehen. Hast du mich dann getaggt? Hast du mich getaggt? Ja, ich habe dich getaggt. Gut, dann schau ich es nachher an. Gut, super. Bitte, der Schelka fragt. Morgen hast du das gesetzt, aber du musst dich. Wenn ich noch jemand bin, ich könnte posten, klar, ich habe keine Hemmungen. Ich denke nicht dran. Genau das ist das Problem. Bei den meisten Leuten, ich denke nicht dran. Ja. Weißt du, bist wieder daheim und denkst, Scheiße, also, das war so eine geile Gelegenheit. Wir machen jetzt etwas zusammen. Am Montag, wie sieht dein Tagesplan aus? Hast du ungefähr eine Ahnung, wie dein Tagesplan aussieht? Ja. Gut. Nimm den Kalender raus, Posting. No joke. Mach einen Kalendereintrag, sagst, heute muss ich posten. Machst du es am Morgen um 7 Uhr oder wenn du aufstehst, 10 Minuten später ein Reminder. Und sagst, shit. Vielleicht hockst du auf dem WC und beim Shit machst du das. Ich bin dann am Joggen, aber ist in Ordnung. Gut, nach dem Joggen. Egal wann. Du kannst dir ja genau das überlegen. Und vielleicht gibt dir nachher noch einen Tipp, wie du während dem Joggen einen Post machen kannst. Gerne. Gut. So, nochmal. Wer hat... Warte, ich muss ein bisschen und die Leute wachrütteln da. Wer hat noch nicht gepostet? Freiwillige vor. Ich bin dabei. Ja, gut. Er holt gerade Kurven noch. Hast du gepostet? Nein. Warum nicht? Ich habe noch nie mit dem Laptop gepostet. Nein, auch wir machen das zusammen. Oh, das ist so. Hey, das erste Mal mit dem Baschi. Das ist über die Leute. Das erste Mal mit dem Baschi. Hey.